postkoloniale Verhältnisse prägen bis heute unsere Gesellschaft. Wie bitte? Wo prägen denn heute in Hamburg postkoloniale Verhältnisse diese Gesellschaft? Das ist doch Unfug, Entschuldigung, das ist völlig lebens- und realitätsfern. Frau Özdemir, ist wieder mal unglaublich, mit welchem Affront Sie hier Senatsdienststellen bzw. der Polizei Rassismus, strukturellen Rassismus unterstellen. Das haben wir ja schon mehrfach gehabt. Ich glaube, Sie können das gar nicht mehr anders. Gucken Sie mal ein bisschen differenzierter auf die Sachlage. Und Herr Grützek, wenn Sie meinen, der Herero-Aufstand sei im Moment das wichtigste Thema für die Hamburger oder Sie wollten es dazu machen, dann verkennen Sie, was für Probleme die Hamburger haben. Hohe Mieten, nicht bezahlbare Mieten, Sicherheit, Kriminalität in dieser Stadt, das sind die Sorgen der Menschen, steigende Preise. Und damit befassen sich die Menschen. Man kann es ja kaum glauben. Ja, das Thema rangiert eben bei der überwiegenden Mehrzahl der Hamburger nicht ganz oben, noch nicht mal unter den Top 20. Und wie begründen Sie diesen etwas merkwürdigen Antrag? Postkoloniale Verhältnisse prägen bis heute unsere Gesellschaft. Wie bitte? Wo prägen denn heute in Hamburg postkoloniale Verhältnisse diese Gesellschaft? Das ist doch Unfug, Entschuldigung, das ist völlig lebens- und realitätsfern. Und weil Sie permanent diese Randthemen hier behandeln, aber die Probleme des brachliegenden Wohnungsbaus überhaupt nicht angehen und Sie auch sonst nicht juckt, was der Bürger draußen denkt, was der Fehler draußen denkt, deswegen werden Sie und Sie bei den nächsten Landtagswahlen einstellig bzw. unter 5% bleiben. Man wird den Eindruck nicht los, dass Rot-Grün hier wieder einmal mit Krampf ein Thema hochjatzt, das gar keins ist. Hier wird wieder ein neuer Kriegsschauplatz aufgemacht, um ein politisches Märchen zu erzählen, immer mit der Botschaft, es gibt ja so viel Rassismus in Deutschland. Die Deutschen sind so fremdenfeindlich und es steht so schlimm um die Menschenrechte. Warum kommen denn dann Millionen von Ausländern nach Deutschland, wenn das so ist? Das ist doch wohl irgendwann ein Albtraum von Ihnen. Ja, und mit dieser Argumentation bringen Sie immer wieder neue Repressalien gegen Oppositionspartei ins Gespräch, nur mit dem einen Zweck, von den wirklichen Problemen abzulenken und der politischen Konkurrenz gewisse Problemfelder in die Schuhe zu schieben, die gar keine sind. Sie missbrauchen gesellschaftliche Minderheiten, um auf breiter Front die Meinungsfreiheit einzuschränken. Jede sachliche und kritische Äußerung im Rahmen der Zuwanderungsbegrenzung ist für Sie rechtsextremistisch und regierungsfeindlich. Gucken Sie mal ins Grundgesetz. Das ist Ihre perfide Strategie. Aber viele Bürger erkennen mittlerweile, dass sie hier den Bogen maßlos überspannen. Und ein Blick auf die Realität zeigt, es gibt diese Probleme, die Sie hier schildern, in dieser theatralischen Dramatik und in dieser Allgegenwärtigkeit nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sicherlich gibt es, und das gestehe ich zu, sicherlich gibt es auch Rassismus, aber dem wird entsprechend, Gott sei Dank, entgegengetreten. Mir ist der Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen bekannt, der beruflich sehr erfolgreich ist, der in Hamburg sehr viele Freunde hat und der klipp und klar sagt, es hat in Hamburg Zeit seines Lebens noch keine einzige diskriminierende Erfahrung für ihn gegeben. Und das Beispiel belegt doch ganz klar, wer als People of Color in dieser Stadt angekommen ist, wer hier arbeitet, wer hier Freunde hat, im Sportverein aktiv ist und zum Wohl der Gesellschaft sich beteiligt, der spürt von den allermeisten Menschen Anerkennung und zu Recht Warmherzigkeit, egal wie er aussieht. Auch und gerade bei meiner Partei. Und das wiederhole ich seit Jahr und Tag, seit ich in dieser Bürgerschaft bin. Seit 2015, gucken Sie ins Programm, seit 2015 fordern wir eine Einwanderung nach dem kanadischen Modell. Da ist es völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat. Und Migranten in Hamburg brauchen von ihm keine Extrawurst, sie brauchen keine schwülstigen Schutzprogramme, die gelangweilte rot-grüne Sozialpädagogen in irgendwelchen Hinterzimmern in die Tasten hauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Mitgliedern der schwarzen Community in Hamburg muss nicht von übereifrigen rot-grünen Sozialpädagogen über die Straße geholfen werden. Blicken wir mal nach Kiel. Dort nennt der Koch und Restaurantbesitzer Andrew Onekbu sein Lokal voller Stolz zum Mohrenkopf. Das hat er bei Plassberg so gesagt. Und dieser Deutsche mit nigerianischen Wurzeln will daran auch nichts ändern. Und er will sich von Weißen auch nicht sagen lassen, wann seine Gefühle verletzt sind. Was im Leben zählt, sagt er, ist dein Charakter, nicht deine Hautfarbe. Jawohl, so ist es. Und wenn du eine Eins in der Schule bekommst, dann nicht, weil du schwarz oder weiß bist, sondern weil du fleißig bist. Und genau das ist seit jeher auch
unsere Philosophie in der Hamburger AfD. Und Sie werden mir das Gegenteil nicht beweisen können. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja schon merkwürdig hier, was in der Rathausdiele unten passiert. Als Beispiel für antischwarzen Rassismus wird da unten ein Polizeibeamter gezeigt, der einen farbigen Menschen dort zu Boden drückt. Dieses Verhalten war gerechtfertigt, es liegt einige Jahre zurück. Und trotzdem wird es in der Rathausdiele voll als strukturelle Gewalt der Polizei gezeigt. Und die Präsidentin hat auf meine Anfrage geantwortet, nun gut, dann müssen wir gucken, dann ist das so. So geht das nicht. So können wir unserer tüchtigen Polizei nicht begegnen.